Herzlich willkommen zurück bei A Plague Tale Innocence mit Nerdmask und Amicia Dirune und den Radderichen, den wir hier vor uns sehen. Nicht? Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt weitergehen soll. Vielleicht soll ich doch dort hinten weiter. Wo ich eben hin bin. Weil ich sehe nicht, wo ich hier vorbeikommen soll. Ich könnte höchstens... Ach ja, wenn ich... Natürlich, wenn ich die Lampe wegrichte. Und lasse hierher kommen. Ha, 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 ja, ich weiß es. Ich weiß es, die Lösung. Könnt ihr entweder darüber treiben oder da rechts rein. Da drin ist ein bisschen klein, aber... Okay, jetzt weiß ich's. Nein, passt auf, wir versuchen es erstmal so. Ja, ich glaube, das war's. Ja, okay, wir können sie so einsperren. Genau, so scheint es zu funktionieren. Ja. Und ich habe mal wieder den falschen Knopf gedrückt, ich entschuldige mich. I'm burning up inside. Tell me what to do. I don't know. What? Oh no, don't drink that. Nein. Oh, this is a nightmare. Be brave. The university must be closed. Der hat das Wasser mit den Leichen getrunken. Das verseuchte Wasser. Es ist hier grausam, Alter. Muss es dunkle Zeiten gewesen sein. War das wirklich so schlimm mit den Ratten damals? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, das habe ich schon mal in der Folge gefragt. Aber das würde ich immer noch gerne wissen. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Das kann ja wirklich sein, weil es passieren so viele verrückte Sachen auf der Welt. Oder sind schon passiert. Warum nicht? Warum soll es nicht so eine krasse Rattenplage gegeben haben in Frankreich eigentlich? Also zwei Rezepturen fehlen noch anscheinend. Bin mal gespannt, was es hier noch dann gibt. Dass ich den nicht erschießen konnte. Die Wahl könnte man mir doch lassen eigentlich, oder? Das ist doch ein Gnadenschuss dann im Prinzip. Okay, hier kann ich nicht durch, oder? Nö. Also, na gut, okay. Möchte ich auch nicht. Sorry. Das war die Rittersport Edelnougat. Die Gase in meinem Darm erzeugt hat. Butcher who killed my father works for you. His blood is on your hands too. Okay. Visalis oder Vitalis? Ja, das ist der Typ mit dem... Na? Mit dem Mandalorianer-Helm. Sieht echt aus wie ein Mandalorianer aus Star Wars. Ein bisschen gut. Der eine Strich nach oben müsste weg. Aber es sieht echt fast so aus. Oh, oh. Das sind Gegner. Das sehe ich jetzt erst. Dass er einer rumläuft. Hey, kann ich ihm das Ding auf den Kopf werfen? Das wäre doch witzig. Ja, es funktioniert. Geil, es hat funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Das war jetzt so eine Schnapsidee. Ich wollte funktionieren. Das war jetzt... Hatte ein bisschen was von Tobi. Mein früherer bester Freund Tobi. Der auf grundsätzlich auf alles in Spielen geballert hat. Was nicht nied- und nagelfest war. Der wollte immer auf alles ballern. Und dann hat er Mass Effect 3 gespielt. Und hat das Verweigerungsende freigespielt, weil er auf das scheiß Hologramm geschossen hat am Schluss. Da musste ich lachen, als er mir das erzählt hat. Weil er mir gedacht, ja, das geschieht dir recht, habe ich mir gedacht. Das ist jetzt so ein Witz. Du
immer auf alles ballern musst. Ha, genau, ich lock den jetzt da rein. Komm, das mache ich. Ich lock den jetzt da rein. Hört ihr das? Ich glaube schon, dass er das hört. Hä? Warum gehst du hier rum? Du Affe, Alter, warum gehst du hier rum? Das ist noch ein viel kürzeren Weg, wenn du andersrum gehst. Jetzt will er mich entdecken. Jetzt will er mich entdecken. Also so ein unfairer Arsch. Geh doch hier rum. Das war der Plan, Alter. Du hast meinen Plan durcheinander gebracht. The first time was already too much. Let's go. Dann machen wir es halt so. So. Ich wollte dich eigentlich den Ratten überlassen. So als Munitionsverschwendung. Vollidiot. Lauf doch einfach dahin, wo das Geräusch herkommt. Nimm doch einfach den kürzesten Weg. Mehr hättest du nicht machen sollen. You had one job. You had one fucking job. So. Das hier noch einsammeln. Das hier. Kann ich alles nicht einsammeln. Warum? Weil mich das Spiel zwingt, erst irgendwas zu bauen. Was ich eigentlich gar nicht bauen will, aber ich soll es halt trotzdem machen. Weil man braucht halt das Zeug auch mit zum Upgraden, ne? Und dann ist es ein bisschen blöd, jedes Mal. Ich glaube, ich hock viel zu oft, viel zu weit vom Mikrofon weg. Kann das sein? Ich habe es mal ein bisschen gerichtet. Ich und die Technik, ey. Wäre nie Freunde. Ich werde nie richtiger Profi werden. Aber vielleicht bin ich trotzdem sympathisch genug, dass man sich denkt, hey, Nerd Mask, er ist kein Experte in Sachen Gaming und PC-Technik, aber er ist witzig. Kann ja sein. Also, soll ich jetzt da hoch oder was? Ich habe das so interpretiert, dass ich jetzt dort nach da oben soll. Also mache ich das auch. I did hear something over there. Ja, geh hin und schau nach. Gehst du bitte hin und schaust nach? Hallo! Was ist denn mit der KI? Was ist denn mit der KI von diesem Spiel auf einmal los? Du sollst da hinlaufen! Erst beim zweiten Mal macht das. Wow, du hast deinen Job nicht verstanden, oder? Du hast nicht verstanden, was dein Job ist. What on earth are they doing here? I really thought I was going to thump one of those alchemists. Simmer down. They're a bit hoity-toity, but at least they know how to read. That doesn't give them the right to act like assholes. Ja, anyway, stimmt. One of them said Vitalis isn't doing so well. We knew it was coming. We'll have to pray for him. Vitalis, ja, hoffentlich verreckt er. Und kommt in die Hölle. Vielleicht töten wir den gar nicht. Ich hatte die Theorie, dass der ein Bossgegner wird. Der Vitalis. Aber vielleicht stirbt der ja von selber. Das wäre so ein Twist. Okay, ich gehe mal hier rum. Hier sind ja überall Pferde. Soll ich da die Fackeln ausschießen von der Kutsche? Ah, das bringt nichts. Weg. Durch dir, durch hier, durch hier, durch hier, durch hier, durch hier. Aber der ist ziemlich langsam dafür. Oh fuck. Jetzt bin ich tot.
Nein, bin ich nicht. Warte, Leute, ich suche nur einen Durchgang. Ich suche nur einen Durchgang. Bin gleich wieder weg. Oh, scheiße. Wo geht's hier lang? Oh, verdammt. Wow, der hat nicht mal eine Waffe. Der macht mich einfach mit dem Schild platt. Okay. Was denken die, wer sie sind? Die haben nicht mal Waffen, die haben nur ein Schild. Die kämpfen mit Schild und Faust oder was? Halten die sich für Captain America? What on earth are they doing here? Captain Spain wahrscheinlich. Kam ja aus Spanien, die Inquisition, oder? Oder gab es die auch in Frankreich? They're a bit hoity-toity, but at least they know how to read. That doesn't give them the right to act like assholes. Aber es ist doch eine Kathedrale, keine Universität. We knew it was coming. We'll have to pray for him. Das ist doch keine... Das ist eine Kathedrale. The Grand Inquisitor looked ill, but now... And too many heretics have turned their back on him. That's a saint, brother. A saint. Verdammt. Ja, wo geht's jetzt lang? Soll ich die erst ausschalten? Aber wie komme ich da? Nein, ich gehe jetzt einfach hier lang. Okay. Das war schon das Kapitel. Wow. Okay. Ja, okay. Was heißt schon? Das ging jetzt ziemlich lang eigentlich. Kapitel 10. Der Weg der Rosen. Der Weg der Rosen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Rosen wachsen irgendwo, so wie es hier aussieht. Ich bin gespannt, was der Titel zu bedeuten hat. The university. Right, the book. Remember Lucas said in the basement, the path is strewn with roses. Roses. Wherever will I find roses here? Ja, genau das habe ich auch eben gesagt, Amicia. Wo soll es denn hier Rosen geben? Ausgemachter Unsinn. So, alles verpestet. Hier ist ein... Was ist das für ein Viech? Ist es ein soll das ein Cerberus sein? Ein Cerberus-Hund? Ist das die Jungfrau Maria? Das ist ein Einhorn, what the fuck? Glauben katholische Christen an Einhörner? Das wusste ich gar nicht. Okay. Schauen wir mal, wo wir hier Rosen finden. It's locked. Wo wir hier Rosen finden. Vielleicht in Rosengarten. Padumts. Sehe ich jetzt nicht lang, oder? Nein. Gab es noch irgendwas, wo ich was bauen könnte? Ich schaue nur, dass ich genug von jedem Ding habe. Dass ich noch was einsammeln kann, wenn ich was finde. Oh, hier ist was gewesen. Okay. Okay, dann ging es im mittleren Weg lang. Ach, ich immer an solchen Objekten hängen bleibe, ne? Oh, it's enormous. But where have the books gone? Schöne Bibliothek. Haben die Bücher vielleicht verbrannt? Bücherverbrennungen? Hat die Inquisition sowas gemacht? There are the banners. Flowers, yes, there are roses. I'm on the right track. Aha. Ich schaue nur noch mal, ob es da hinten was zum Einsammeln gibt. Ich finde hier irgendwo Fell zum Upgraden. Nein, das ist wahrscheinlich der Vordereingang, oder? Ja, da bin ich nicht raus. Das sind zwei Schildbachen, die nur Schilde haben. Kurioserweise. Und sonst nichts. Captain Spain und Captain French.
can't even tell the difference between day and night anymore. Shut up in here. It'll soon be over. Vitalis has brought back a young lad to open the last door. Days we've been here, and the Grand Inquisitor himself is coming to help us. That'd be quite an event. Was machen die? Hä, wo sind die hin? Sind die durch die Tür davon? Oh nein, da ist jemand. No rats. Strange. Keine Ratten. Vielleicht weil das ein heiliger Ort ist irgendwie. Hier ist ein Buch. Kann ich das lesen? Nö. Wir wollen jetzt nicht lesen. Bücher sind böse. Deswegen ist die ganze Bücherei leergeräumt worden wahrscheinlich. Trägt der einen Helm? Sie ist gar nicht. Ich glaube, er trägt keinen Helm. Nö, der kratzt sich am Kopf, dann trägt er keinen wahrscheinlich. Ja, das muss gezogen haben, aber nur kurz. Hoffentlich. Achso. Ich kann hier was schieben, okay. Aber vorher würde ich mich gern umsehen. Wenn es genehm ist. Steht hier denn noch einer? Hier war doch noch einer, oder ist der fort? Der ist wohl fort. Der ist bestimmt mal austreten gegangen. Austreten, so hat man das früher gesagt. Nicht kacken oder scheißen wie wir heute. Die waren damals so viel zivilisierter als wir heute. Ach, da vorne, ja, da vorne, oder? Weil da ist doch, boah, das muss ziemlich schwer sein. Okay, doch, ja, das war schon richtig. Okay, hier geht's lang. Ob ich hier Vitalis treffe? Vitalis? Visalis? Varis? Okay. Wir haben alles eingesammelt. Schauen wir mal, wo es hier lang geht. So, Alex, got enough books or do you want me to get you some more? One can never have enough books, if one can read. It's all just pagan stuff. The Sanguinis Itinera is a sacred book. The knowledge it contains goes back to the dawn of man, and this knowledge could save us all. So keep searching, and concentrate on looking for books with a red. The book, red cover. The Sanguinis Itinera. They're looking for it too. I'd better be quick. Also nach demselben Buch. Sie wollen anscheinend auch irgendwie, ja, irgendwie, ich kann es mir nur so erklären, dass Yugo von irgendwas besessen ist oder irgendwelche besonderen Kräfte hat, sowas wie Superkräfte, und die wollen die irgendwie für sich benutzen. Die wollen die irgendwie, deswegen suchen sie dieses Buch, um die irgendwie kontrollieren zu können. Oh, jetzt wäre ich dem fast vor die Nase gelaufen. Atme doch nicht so schwer, als hättest du das erste Mal... Als würdest du jetzt das erste Mal töten gerade. Ernsthaft? Der Opa hat mich mit einem Dolch getötet. Und er hat nicht mal einen Helm getragen, aber ich hab's nicht gesehen auf die Entfernung. Scheiße. Okay, nein, die hau ich noch um in dieser Episode. Over there, I found them. Was?
Warum kommst du? Du Affe, Alter! Warum rennst du im Zickzack? Oh! Dieser Moment, wenn so ein alter Sack der schnellste Gegner im Spiel ist. Wirklich. Ganz ehrlich. Ja, ja. Was hast du gehabt? Irgendein Pulver. Okay, schön, gib's mir. So, und ich muss dieses Buch jetzt finden. Wo wird's denn sein? Ein Buch mit einem roten Einband. Ein roter Einband soll es sein. Kein blauer, kein grüner, kein nur ein roter Einband. Die Farbe Gelb scheidet komplett aus. Es sei denn nach... Nein, das kam nicht gut rüber. Tut mir leid. Das soll eine Monty Python-Anspielung werden, aber das hat überhaupt nicht geklappt. I'm on the right track. Ich werde euch alle töten. Telling you, next time he talks to me like that, I'll stuff one of his bloody books in his gob. With a red cover, it's his favorite scent. The book. Another brilliant idea from the alchemist. There's something shady about those guys. Too true. There's parts of the bastion I don't go anymore. Oh god, anymore. Here come. Things they're doing there. Yeah, let's not talk about it. Da kommen wieder Ratten, Alter. Oh god. Hallo. What? Something. Ich mit zu Steinen. Nein. So. Gar keine Angst mehr haben vor den Typen. Das sind keine Gefahr mehr für mich. Das sind die Ratten. Ah, ich hätte sie anloggen können wieder, okay. Das war jetzt ein Fehler, oder? Okay. Aber wozu ist denn das? Okay, das hätten sie an einer früheren, wisst ihr, an einer vorherigen Stelle im Spiel einsetzen sollen. Wo ich noch nicht gewusst habe, wie ich denn die Helme vom Kopf schießen kann. Was war das jetzt? Ah, das war schon mit meinem Google Assistant, oder? Ja, der hat gedacht, ich hab, okay, ich darf's nicht sagen. Ich hätte das Zauberwort gesagt. Ah, die alte, Alter. Dieses Google Assistant, dadurch jedes Mal so über... So. Wie oft ich schon erschrocken bin, weil sich diese Google Assistant eingeschaltet hat, wirklich. Aber egal. Jedenfalls, Folge geht schon 24 Minuten. Sag ich mal... Ja, spannende atmosphärische Folge, wie immer. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Und dann seht mal in der nächsten Folge mit mir, ob wir das Buch finden. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch oder abonniert mich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. A Plague Tale Innocence. Bleibt dabei, wenn ich dieses hervorragende Spiel weiter zock. Und wir sehen uns. Ich sag damit Nerdmask out.